Ihr habt doch schon lange drauf gewartet. Und jetzt ist es wieder soweit. Skipper Björn holt seine Joyspring, die Amigo 33, aus Lauenburg ab und bringt sie in seinen Trockendock. Er ist mit dem Einzylinder Bulldog von Lanz unterwegs. Der hat 2,6 Liter Hubraum und eine Leistung von 24 PS. Sympathischer Händedruck mit Augenkontakt und dann wird das Boot aus dem Wasser geholt. Ja, hier fühlt man sich wohl, hier weiß man, hier ist man unter Freunden. Von der Erderwärmung hält man hier nicht so viel, denn das hier sollen Eisbrecher für den Hamburger Hafen werden. Dieser Eisbrecher macht doch ganz schön Lärm. Das Öl, das der Bulldog aus dem Auspuff ausstieß, schlug sich auch auf der Kamera am Boot nieder. Das ist kein englischer Nebel, das ist Öl aus dem Auspuff. Aufgepasst. Ah, noch gut ausgewichen. Thank you.
Björn reinigte zwischendurch die Kamera und fuhr weiter Richtung Süden. Nach dieser schicken Baustelle, die nicht nur Björn, sondern vor allen Dingen auch sein Boot ziemlich ramponierte, gab der Keilriemen seinen Geist auf. Doch wie der Himmel es so will, unmittelbar vor einem Landmaschinentechniker. Und dort konnte Björn weitergeholfen werden. Keilriemen gerissen oder so gut wie gerissen? Naja, das meiste ist noch da, aber... Aber nicht so, wie es eigentlich sein soll. Hier, ne? Ja. Das sind beiden wenig. Beiden wenig. Wobei das, was das Ding eigentlich zusammenhält, ist noch da. Ja. Also ja. Vielleicht würde der auch noch bis zu Hause laufen, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Und das Beste ist, dass wir gerade vom Landmaschinentechniker sind. Wie geil ist das bitte? Und der gute Björn bekam eine halbe Rußvergiftung. Deswegen drückte er sich auch immer zur Seite weg. Und sein Trommelfell rebellierte auch. Nichts umsonst steckte er sich Hörschutz in die Ohren.
Doch als er jetzt die stärkeren Hügel mit Gewicht in Angriff nimmt, da spuckt der Bulldog immer mehr Rauch aus, bis er immer mehr Funken ausstieß und der Auspuff nicht mehr puffte, sondern brannte. Und diese kleinen Brandteile glühten so enorm, dass sie auch den Bootslack mit ruinierten. So eine Flamme kam da oben raus. Darum sagt man ja immer. Ja, hallo. Ja, siehst du ja hier, ne? Der Lack ist. Wir waren ja früher ab, ja. Waren ja auch gefährlich, weil die Bullocks sind bei. Schaut euch Skipper Björns Gesicht an, dann wisst ihr, was geschehen ist. Obwohl er den ganzen Schaden noch gar nicht überblickte. Jetzt ist erstmal Reparatur angesagt. Und die Joyspring wird zum Frühling wieder mit Vergnügen ans Werk gehen und in See stechen. Sie macht ihrem Namen eben alle Ehre. Joyspring. Ich freue mich schon auf die Rückfahrt zurück zur See.